So, da sind wir wieder zurück. So, jetzt hoffentlich mit passendem Bild. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ah, wunderschön. Ah, wunderbar, dann sieht man auch was von dem Game. Und ich habe schon gemerkt, ja, ich soll jetzt auf jeden Fall neue PB machen. Easy. Ganz ja, leicht. Ich muss bloß nochmal Quelle umstellen, dann könnten wir auch direkt loslegen, dass wir nicht zu sehr in Verzug kommen. Ach, heute Abend ist ja morgen erst, da holen wir die Zeit wieder raus. Ja gut, ich will jetzt den anderen Runnern und was halt sonst noch so kommt, nicht unbedingt den Zeitplan versauen. Ich bin sehr böse, wenn du mir den Zeitplan versaust. Ja, ich weiß, vor allem wegen dir habe ich Angst. Hey, alles klar, dann würde ich mal sagen, ich bin bereit. Kann ich dann runterzählen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, der Run geht los in 3, 2, 1, go. Good luck. Gut, danke, danke. So. Dann hoffe ich doch mal gleich, dass die ersten zwei Level gut funktionieren, denn man wird hier gleich sehen, es ist auf jeden Fall etwas anspruchsvoller als manch andere Kaizo-Hacks. Vielleicht für die, die es noch nicht so oft gesehen haben, Kaizo-Hex, quasi das Spielprinzip von Super Mario World. Einfach auf ewig schwer gedreht oder je nachdem, wie man es halt gerne möchte. Alle Mechaniken, die man da quasi auch kennt, gelten hier auch. Plus manche Hacks haben auch noch ein paar Sondermechaniken. Sehen wir hier gerade, dass wir zum Beispiel anstatt den normalen Coins auch diese A- und B-Blöcke haben. Das ist dann zum Beispiel, um Dice zu sagen, hey, du solltest jetzt hier einen normalen Sprung, also einen Lateral Jump mit B machen, oder du solltest jetzt hier einen Spin Jump mit A machen. Ja, im Normalfall nimmt man einfach normal die gelben oder die blauen Coins. Hier hat er halt das Sprite noch geändert. Also es sind trotzdem Coins, die man einsammelt, bloß mit anderem Sprite. Eieieiei. Eine Holperpartie hier gerade, wie ich hier durchmache. Okay, aber erstes Level hat schon mal funktioniert. Bin schon mal ganz froh drüber. Jetzt muss nur im zweiten Level der erste Trick funktionieren. Vor dem habe ich nämlich noch Angst. Der kann nämlich Zeit klauen. Ja. Was? Kaiser Mario oder Mario auf Steroid? Ja, das ist schon Mario auf Steroids, stimmt schon. Also wir haben hier ganz viele Dev-Mechaniken drin. Wir haben diese Dev-Blocks schon gesehen. Wir werden auch noch Muncher sehen. Also wir haben sehr viel One-Hit-Sachen. Wir werden auch Mario fast nur klein sehen, dass man eben diesen One-Hit hat. Also so die Safety, wo man vom normalen Super Mario World kennt, dass man sich irgendwo noch einen Pilz holt oder eine Flower oder sowas, das werden wir ganz selten bloß sehen. Ja, das in Kaizo-Hacks ist es halt, sobald du ein Item bekommst, gibt dir das nicht der Entwickler, weil er meint, er ist nett, sondern du brauchst es für eine bestimmte Stelle. So, und jetzt sieht man vielleicht auch den Trick, den ich meine, vor dem ich nämlich Angst hatte. Und beim Üben hat er einwandfrei funktioniert. Aber gut. Was er jetzt gerade probiert, ist quasi einen Shell-Jump, aber mit R. Ja, ich muss halt die Shell nach oben kicken, um den Schalter zu aktivieren, dann in der Luft die Shell nach links kicken und dann mit der Shell abspringen, um auf den Yoshi oben zu kommen. Klingt kompliziert, Yoshi. Ist es auch. Yoshi ist in dem Game auch eher sowas wie Papiertaschentücher oder, keine Ahnung, vielleicht noch etwas leicht wertvoller als ein Papiertaschentuch, aber auch eher Wegwerfware, ne? Ja, Yoshis sind hier halt Nutztiere. Richtig, so, und jetzt hat man gesehen, dass man diesen einen Pilz eben kriegt für den Speedboost über die Mancha, beziehungsweise über den Damage Boost, aber das ist natürlich dann in dem Moment auch bloß, dass man kurz diese Unverwundbarkeitsframes hat beim Blinken, dass man dann quasi hier noch durchkommt. Das heißt, der Pilz macht es eigentlich schwerer, weil man dann jetzt bloß noch ein sehr tightes Timing dahinter hat. Genau. Uiuiui, dass der noch funktioniert hat. Ich wollte eigentlich gerade sagen, den schwersten Part haben wir schon hinter uns und dann kommt natürlich so ein Mist. Ja. Ich mach's lieber so auf die Safe-Variante. Für jeden Yoshi, den du tötest, musst du mir 5 Euro überweisen. Nein, danke, Deathmask. Ich glaube, da lasse ich mich diesmal nicht drauf ein. Da wird man schnell arm bei diesen Games, ja. So, jetzt kommen wir in ein Level, die Musik werden wir kennen. Das Game dazu habe ich nämlich auch schon gezeigt in diesem Event. Schöne The Messenger-Musik. Ja, das ist auch so eine typische Sache, die man bei den Kaizo-Runs hat, dass sehr viel Custom-Musik sind, dass es sehr viel 16-Bit-Variationen von
anderen Games gibt. Und hier sehen wir jetzt auch was, was wir aus dem normalen Spiel nicht kennen. Diese blauen Pilze, die kennt man vielleicht noch aus der Lost Levels, die quasi einem Schaden zufügen, anstatt einem zu heilen. Und das ist dann sowas, wenn es aus dem Originalspiel kommt, dann nennt man das eine Vanilla-Mechanik. Und wenn es neu da hinzugefügt ist, dann nennt man das eine Chocolate-Mechanik. Genau. Also das heißt, diese Pilze, die sind zwar bekannt aus dem Mario-Universum, aber die gehören nicht zu Super Mario World. Das heißt, das wäre jetzt so eine zusätzlich zugefügte Mechanik, eine Chocolate. Genau. Da gibt es auch wirklich sehr viele. Das wird mit ASM, war das, glaube ich, wird es programmiert. Oder, ja. Also irgendein komplizierter Code, wo ich keinen Plan von habe. Ich weiß zwar, wie man sie in Hex mit einfügt, aber selbst programmieren könnte ich es nicht. Und da gibt es wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, und auch, dass man hier mit einem Schlüssel zum Beispiel durch eine Röhre kommt, ist ja eigentlich auch nicht so vorgesehen. Ja gut, solche Pipes gibt es allgemein eigentlich nicht in SMB. Die waren ja auch so Mario Brothers 3 Zeiten, glaube ich. Wo man nur als Small Mario durch kann? Kann ich mich jetzt in Super Mario Bros. 3 auch nicht dran erinnern, dass es die gab. Die waren da, glaube ich, auch schon so, dass man in jeder Größe durchkam. Ich glaube, die waren also, Deko. Die waren Deko, aber die waren nicht funktional, sag mal so. Ja, nee. Ich meine diese Pipes, wo man einfach durchgeschoben wird und nicht in irgendeinem komplett neuen Screen auftaucht, sondern immer noch im selben war. Das meine ich. Ja, das gab es in Super Mario Bros. 3. Das ist richtig. So, jetzt kommen wir zum 16x16 Level, also sprich One-Screen Rooms. Ich treffe die Lücke nicht. Hast du Save Points in jedem Raum wahrscheinlich? Ja, ja genau. Jeder Raum ist ein Save Point. Es wird zwei Level geben, wo ich den Checkpoint mitnehme auf jeden Fall. Weil er nicht direkt auf dem Weg liegt oder so. Werde ich nochmal drauf eingehen, wenn wir da sind. So, jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich hier durchkomme. Ja. Ich habe gerade schon ziemlich lang gebraucht, um durch die Lücke zu kommen. Ja, und wenn man hier etwas öfter stirbt, das hat wirklich nichts damit zu tun, dass der Dark nicht sein A-Game zeigt oder nicht richtig im Spiel ist gerade. Das liegt einfach daran, dass es hier relativ schwer ist. Also, dass man teilweise sehr exakte Timings hat von nur ein paar Frames, die man Zeit hat. Zum Beispiel hier mit diesem Delfin da genau durch diese Deathblocks durchrutschen. Deswegen viele Tode bei einem Kaizo-Game ist eigentlich eher normal, als dass es... Ja. Also ich sag mal, es gibt kaum Kaizo-Hacks, wo man Deathless durchkommt mit einem WR. Das müssen wirklich die sehr einfachen sein und nicht allzu lang. Denn je länger so ein Hack wird, desto größer ist ja auch die Gefahr, dass man irgendwo einen unnötigen Tod bekommt. Okay, den Raum habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Aber du scheinst ja zu wissen, was du tust. Das ist ja gut. Es wäre schlimm, wenn ich nicht wüsste, was ich mache, weil dann bräuchte ich den nicht zeigen. Das ist richtig. So, und du zeigst ja nicht nur den ROM-Hack, du zeigst ja auch 100%. Das heißt, du wirst auch alle Secret Exits finden und alle Bonus-Level spielen. Ganz witzige Sache, es gibt nur die 100%-Kategorie, denn es gibt keine Secret Exits. Ah, okay. Ich bin ja ein Fan von 100% Runs, aber das ist dann, wenn es das Spiel nur 100% vorgibt, dann habe ich da auch kein Problem. Ja. Aber ich mache normalerweise auch bei jedem Hack, den ich speedrun, auch die 100% Kategorie. Ja, finde ich gut. So, hier haben wir natürlich ein Autoscroller-Level und ich sag mal so, Autoscroller-Levels sind normalerweise langweilig und wer mich vielleicht schon mal Vanilla-SRW-Spielen sehen hat und ein Autoscroller-Level kam, bin ich etwas gelangweilt immer. Das ist hier nicht der Fall. Ja, das ist auch etwas schneller, als man das von den normalen Autoscroller-Leveln kennt, ja. Ich sag mal, die Geschwindigkeit ist angenehm, aber das Level ist darauf angepasst, dass du nirgendwo warten musst. Mhm. Ja, und man sollte vielleicht auch richtig springen. Ah. Kriegen wir gleich hin. Einmal kurz Fokus hier. Okay. Ich wollte bloß an der Stelle vorbei, bevor ich wieder irgendwas sag, weil irgendwie habe ich jetzt dreimal die falschen Inputs gemacht. Ich bin auch immer still, wenn du hier, ich will dich auch nicht ablenken. nee, also alles gut. Mich lenkt niemand anders ab. Schaff, wenn immer nur ich selbst mich abzulenken. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Also ist jetzt nichts Relevantes, aber. Ah, schade.
Warum ich jetzt schade sag, ich schaff's eigentlich in jedem Run, wo ich, wenn Bibi auch mach, dass Mario seinen Hintern nach vorne zeigt. Oh. Ja, diesmal hat er leider nach rechts geguckt. Ja, das ist, Ja, der Run ist jetzt leider... Ich wollte gerade sagen, Invalid Run. Muss genau. Muss mal anfangen. So, und jetzt kommen wir zum ersten Level mit einer sehr speziellen Mechanik. Denn wir haben Teleporter Orbs. Now you're thinking with Portal. Oh ja. So, Jetzt habe ich es endlich verstanden. Alles klar, ja. Ja. Ich habe es schon ganz oft gesehen, aber ich glaube, jetzt habe ich es erst verstanden, was hier tatsächlich passiert. Ja, jetzt hätte ich es ja auch in Ruhe erklären können. das Lustige ist, die Mechanik, die hat beim allerersten Mal spielen meinen Kopf komplett zerstört. Und meine Finger. Jetzt, glaube ich. Ja, jetzt habe ich aus Versehen nicht nach oben gedrückt. Aber dann kann ich ja jetzt hier nochmal drauf eingehen. Hier kann man wieder sagen, so ein Cheater, der wirft einfach seinen Orb durch den Boden durch. Ja, es ist ein kleiner Glitch, man kann den Orb durch den Boden so leicht durchdrücken und sich dann den Weg außenrum sparen. Ups. Das war jetzt nicht richtig umgegriffen. Hat mich auch ziemlich viel Zeit gekostet, das endlich mal rauszufinden, wie ich das eingeben muss, damit ich den da durchkriege. Nee, nicht wenn er aus dem Bild rausfällt. Er hat einen Knopf, mit dem er sich zum Teleporter hin machen kann. Er macht es natürlich nur in der letzten Sekunde, damit der Orb nach, in der perfekten Position ist, dass er es dann wieder machen kann. Und er behält dann quasi seine Geschwindigkeit, sein Momentum. Das heißt also, er muss auch immer gucken, dass er die richtige Geschwindigkeit hat, bevor er den Knopf drückt. So, jetzt kann ich selber lesen. Ja, genau. Die Teleportation, die löse ich selber aus mit L oder R. Deshalb sage ich, das Level ist das erste Mal total verwirrend für den Kopf und für die Finger. Bibi Zogo. Bibi. Ja, und das Schöne ist, man kann, wenn man L oder R gedrückt hat zum Teleportieren, kann man natürlich noch eine Richtungstaste gedrückt halten und wird dann in die Richtung rausgespuckt. So, jetzt haben wir hier ein Level, wo wir sozusagen über die Schatten bloß sehen, wo wir sind, oder ja, weiß ich nicht, wie man es jetzt ausdrücken will. Wo man halt im hinteren Layer ist, anstatt die Silhouetten, so wie das ja. Level halt heißt. So, da habe ich nämlich gerade wieder überlegt, wie das Wort war. So, das ist jetzt das erste Level, wo ich kurz warte, um den Checkpoint zu kriegen. Denn wir müssen warten, bis das P-Switch runterkommt. Sonst kommen wir nicht an den Checkpoint ran. Und ich nehme den definitiv noch mit, weil im One-Shot ist das Level doch ein bisschen schwer für mich jetzt gerade. Also ich meine, ich könnte es im One-Shot schaffen, aber wenn wir etwas safe auf die Zeit gehen wollen, dann doch lieber mit Checkpoint. Und man sieht wieder, Yoshi ist ein Nutztier. Das wird hier einfach mal wieder entsorgt. Ciao, Yoshi. Ach ja, ich sehe schon kommen, wenn wir irgendwann wirklich mal den Yoshi's Island Randomizer spielen, dann werde ich bestraft, wenn ich Yoshi töte. Ja, da läuft es nicht so gut. Ja. Ja, genau, Schattenlevel à la Donkey Kong. Das ist ja, glaube ich, sogar Donkey Kong musste gewesen im Hintergrund. Das war auf jeden Fall Donkey Kong. Ich weiß bloß jetzt nicht genau welches. Aber es hörte sich sehr vertraut an. So, jetzt kommen wir schon, also es sind nicht mehr viele Exits, die wir haben. Und ich muss sagen, dieses Level, es ist so absolut mein Hass-Level. Ich mag es einfach nicht. Es hat auf jeden Fall keinen Checkpoint, das ist nicht das Problem, dafür ist es auch relativ kurz. Ich frage mich, wieso? Ja. Könnte es an diesen extrem schnellen Sparks da liegen? Überhaupt nicht. An den Manschern an jeder Ecke? Überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Ja, man sieht, ich sterbe hier ziemlich oft an den Stellen. Es hat auch ziemlich viel Zeit gekostet, das Level endlich mal zu lernen, dass ich durchkomme, ohne tierische Probleme zu haben. So, ab hier ist einfach nur, mach einfach deine Angaben, ohne abzubremsen, dann funktioniert alles. Das ist nochmal ein kritischer Part, weil ich hier schnell sein muss, um den Pilz noch zu kriegen. Und genau das hasse ich an diesen Vanilla-Mechanik, wenn man ein Item bekommt, dieses Game-Freezen.
Ja, dieses Slowdown. Das ist in einigen Hacks auch gar nicht mehr drin, ne? Da ist es ja rausgepatcht, will ich nicht sagen, aber da wird es zumindest so schnell, dass es kaum noch einen Unterschied macht. Ja, doch, es wird auf jeden Fall gepatcht. Also es gibt einen Patch, wo die Animation, also diesen Freeze, komplett rausnimmt. Und ich sag mal, ich habe jedes Mal das Problem, wenn dann dieser Freeze kommt. Ja. Man muss meistens ja schnell wieder einen Sprung drücken, aber ich verpasse oft den Frame dafür. DM, du willst, dass ich dich reich mache, oder wie? Selbst 1 Euro pro Tod ist mir gerade eigentlich zu viel, so oft wie ich sterbe. Ja, das sind sehr undankbare Games zum Donation Gold Sammeln auf jeden Fall. Ja. So. Und jetzt sind wir natürlich in meinem gefürchteten Cape Level. Da muss ich jetzt natürlich versuchen, die Speed aufzubauen und den auch an bestimmten Stellen zu halten. Deshalb werde ich manchmal ziemlich komisch springen. Ich glaube, das wird sich jeder bei jedem anderen Level auch denken. Der springt ja eh überall komisch. Was ist hier jetzt der Unterschied? Und ich bin froh, dass das jetzt diesmal gleich funktioniert hat. Bei dem Level hatte ich im Practice ein bisschen Struggle. So. Aber ich sag mal so, das Level hat auf jeden Fall sehr schöne Musik. Da freuen sich auch sehr viele, wenn ich immer oft sterbe, weil dann hört man sie länger. Das Spiel hat insgesamt sehr geile Musik, muss man mal sagen, ne? Oh ja. Vor allem das nächste Level, da hat der Hack-Creator ein eigenes Lied auf jeden Fall dafür gemacht. Okay, der Hit ist nicht schlimm an der Stelle. So, easy Level. Damit kommen wir jetzt auch zum vorletzten Level. Und hey, Unforgotten Hero. Ja, ganz viele Leute, die hier einschalten. Willkommen zum Fun Event. Heute noch ein bisschen Spaß dabei. Wir kriegen noch 3-4 Runs gezeigt und danach kommt der Among Us Blog, wo ihr auch noch mitnehmen könnt. Ihr die angepinnte Nachricht beachten bitte. Wir suchen immer noch Leute, genau, die mitspielen möchten. Ansonsten wird nämlich hier Dark dazu verdonnert, dass er mitspielt. Oh no. Ja, ich habe jetzt schon das halbe Level fast gespielt und noch nichts dazu gesagt. Oh, jetzt habe ich den Cycle, glaube ich, verpasst. Naja, egal. Machen wir halt nochmal. Dann kann ich wenigstens die Mechanik auch sagen. Wir haben hier Screen Wrap. Das heißt, ich springe unten aus dem Bildschirm raus und komme oben einfach durch den Bildschirm wieder rein. Ja, das, was man normalerweise aus Mario Bros. 3 aus dem Level kennt, wo man links rausläuft und rechts wieder reinkommt. Oder aus Mario Bros. USA. Da hat man das auch öfters mal, dass man links, rechts den Screen Wrap hat. Aber, Ja, das war wieder falsches Timing. Vertikal ist tatsächlich nicht so gängig. Ich sehe schon wieder, dass da lauter Sachen geschrieben werden. Ich kann es bloß gerade nicht lesen. Kubi wünscht dir viel Glück. Viel Spaß beim Sterben von Leonet. Jo, danke auf jeden Fall, Kubi. Wenn Daich mitmacht, dann macht der Deathmask auch mit bei Among Us. Ja gut, dann weiß ich, dass ich mitmachen muss. So, Moment, jetzt habe ich den Cycle leider verpasst. Jetzt muss ich abwarten. Es ist gut, dass ich das zum Glück als erstes gelernt hatte, ab wann man da abspringt, um den Yoshi zu erwischen. Dann haben wir auch unseren Checkpoint. Das Schöne ist, jetzt haben wir Screen Wrap und Autoscroller. Oh je. Und das Lustige ist, der erste Trick ist einfach mein Keyjump, den wir machen dürfen. Ja. Ja, ich krieg schon wieder den Sprung nicht hin. Ich weiß nicht, was heute los ist, dass ich immer so spät erst drücke oder zu früh. Aber Hauptsache die Keyjumps funktionieren. So, aber ich muss auch sagen, das ist so eins meiner absoluten Lieblingslevel. Auch wenn es jetzt eigentlich nicht danach aussieht, aber ich spiele das wirklich sehr gern. Ja, muss ja nicht immer die sein, dass man das Lieblingslevel immer perfekt spielt. Ja? Nee, Hauptsache man hat Spaß daran. Also du manipulierst jetzt quasi die Hitboxen, also du musst quasi von dem Schlüssel abspringen und gleichzeitig musst du den aber auch aufsammeln. Genau, weil ich den ja hier für das Schloss brauche, um durchzukommen. Und gleichzeitig ist der Schlüssel halt meine Plattform. Da ich die ja noch oben rausschmeiß, um dann unten drauf stehen zu können. Hört sich alles wieder verwirrend an, ist es auch. So, und das ist der schwerste Trick hier, der Shell Jump. Darf ich dich mal was fragen? Oh Gott, ja, darfst du machen. Wenn du einen neuen Heromhack spielst. Ja.
siehst du dann auf den ersten Blick, ach ja klar, ich muss hier das wird von mir verlangt, oder ist das schaust du dir an, wie es einer gemacht hat vorher und machst das dann nach, oder wie läuft das? Nee, wenn ich einen neuen Hack spiele, es kommt immer darauf an, wie er gebaut ist, was für eine Schwierigkeit der hat. Manchmal sieht man sofort, was gemeint ist, manchmal stirbt man dann. Die meisten bauen dann auf diesen Deathscreen ein, wo man nur Retry drücken kann. Da stoppt ja einmal kurz das Bild. Und dann kann man so ein bisschen analysieren, was muss ich machen. Ich sag, wenn man genug Erfahrung damit hat, wie viele Tricks funktionieren, dann erkennt man auch ziemlich schnell, was man machen soll. So. Gut, jetzt haben wir die schwersten Sprünge geschafft. Kriege ich den auch noch hin? Nein, ich aktiviere den Kaiserblock. Damit sind wir durch das Level und wir kommen jetzt ins letzte Level. Nee, aber bei vielen Kaiso-Hacks, wenn man die das erste Mal spielt, also sehr, sehr oft sterben gehört definitiv dazu. Man darf sich davon auch nicht abschrecken lassen. Man sieht ja, ich mache jetzt den Speedrun hier und sterbe immer noch sehr oft. Mhm. Also das ist tatsächlich auch einfach nur Try and Error für viele. Genau. So, wie gesagt, das ist jetzt das letzte Level. Ich würde mal sagen, so langsam mal für Time Ready machen. Ja, ich habe schon Bescheid gegeben. Unsere Tech steht da bereit, mit dem Finger offen. Sehr schön. Denn wir müssen das Level jetzt einmal nach unten spielen. Da holen wir uns unseren, ich nenne ihn jetzt mal Master Key. Mhm. Und dann müssen wir noch unsere Escape-Sequenz nach oben wieder zurückspielen. Ja, es ist auch so geile Musik, ganz ehrlich. Diese Escape-Musik ist, glaube ich, meine Lieblingsmusik in dem Moment. So, wir sind jetzt unten, holen den Schlüssel. Ja, sterben natürlich gleich. Geilstes Level-Unit, ja. Es ist auf jeden Fall awesome anzuschauen, was da passiert, ne? Ich finde es auch so beeindruckend, wie das gebaut ist, dass man es einfach nach unten und nach oben spielen kann. Ich wünsche mir manchmal selber so viel Kreativität. Ja. So. Und wie man sieht, das ist wirklich alles darauf angepasst, dass man mit dem Schlüssel auch wieder nach oben kommt. Das ist ja für viele Sachen wirklich wichtig. Hier zum Beispiel, um den Block zu aktivieren, dass man durchkommt. Hier, um durch das Schloss rauszukommen. So, den muss ich aktivieren. So, das sind die letzten zwei Sprünge jetzt. Oh, bereit? Jawohl, und Time. GG. Ja, danke. Und dann würde ich mal sagen, ich würde jetzt noch ganz schnell was machen. Denn da habe ich sowieso bloß einen Versuch. Wir sterben jetzt einmal ganz kurz hier. Das war eine 21:34 übrigens. Ja, okay, das ist noch in Ordnung. Ich habe eigentlich mit einer schlimmeren Zeit gerechnet. So, denn wir haben hier nämlich noch ein kleines Secret, wo wir einen Versuch für haben. Okay, ich hab's versaut. Schade. Oh. Schade. Was wär's denn gewesen? Da ist am Schluss ein Bild von der Familie von dem Hack-Creator. Oh, das ist ja cool, das ist ja cool. Und der bedankt sich dann halt auch nochmal bei den Spielern sozusagen. So, das Dumme ist, jetzt bin ich natürlich gestorben, jetzt sind wir in dem Screen. Also wenn ich jetzt nochmal sterbe, ich komme nicht mehr dahin. Leider nur ein Versuch. Schade. Gut. Gut, aber trotzdem sehr schöner Kaiserhack und hat ja, hast ja mal die Messlatte hochgelegt für das, was heute noch kommen soll. Ja gut, man muss die Leute ja auch ein bisschen anheizen, dass sie dann wach sind. Ich wollte gerade sagen, ja, super toller. Ich muss ja immer sagen, ich drifte dann immer ab, wenn ich zuschaue, weil ich immer versuchen will zu verstehen, was hat der jetzt gerade? Moment, jetzt habe ich es. Nee, habe ich es doch nicht verstanden. Hä? Mhm. So ungefähr, das ist so mein Gedankengang, wenn ich Kaiser zuschaue. Aber ich schaue es unglaublich gerne. Auch wenn ich es nie spielen könnte, weil mir dazu einfach die Geduld fehlt. Ja, also Geduld muss man auf jeden Fall haben. Es macht auch wirklich verdammt viel Spaß, wenn man dranbleibt. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal zu probieren. Ach schön, dass immer noch Dark Souls 3 als letztes Game bei mir steht und danke für den Shoutout. Man kann es definitiv probieren. Es gibt auch Einsteiger-Hacks dafür und eben Learn to Kaizo oder Kaizo Kindergarten, um die Mechaniken zu lernen. Wobei ich Learn to Kaizo als erstes eher empfehle als Kaizo Kindergarten, weil der nämlich mehr abschreckt mit dem ersten Test. Aber alles, was man so an Tricks, Erklärung von den Tricks hat, da ist Kaizo Kindergarten auf jeden Fall sehr gut. Da gibt es einen sehr viele Infos. Okay. Ja, gut.
Und dann würde ich mal sagen, wir verzögern jetzt mal nicht so sehr. Denn jetzt kommt gleich unser lieber SO5C mit My Time at Porsche. Ja. Ember Island Bridge Percent war das, ne? Jawohl. Ja, genau. Learn to Kaizo, das ist halt auch bloß so Stück für Stück. Ich habe das alles so parallel gespielt. Aber gut, das soll jetzt mal nicht weiter das Thema sein. Wir wollen ja jetzt halt nicht weiter in Verzug kommen. Alles gut. Vielen Dank. Und ja, wir machen eine kleine Pause. Und genau. Dann geht's weiter. Bis gleich.